Definitiv. Also es ist ein Kindheitstraum von mir gewesen, überhaupt bei Olympia dabei zu sein, dann olympisches Gold, Doppelgold zu gewinnen, ist abgefahren. Ich muss mich doch noch regelmäßig kneifen, ja. Ich weiß nicht, ob es ganz angekommen ist, das kann ich vielleicht in ein paar Monaten sagen, ob es da schon da war, aber was ich weiß, ist, dass ich unheimlich dankbar bin, überhaupt dankbar, dass ich das erleben darf, was ich gerade erlebe. Und es ist was, worauf ich mich so viele Jahre, fast Jahrzehnte kann man sagen, irgendwie vorbereitet habe. Und dass es dann Wirklichkeit wird, ist was Besonderes. Es geht mir einfach darum, wie ich den Weg gehe. Und natürlich ist es mein Ziel, auch in Paris wieder dabei zu sein. Ich würde auch gerne den Erfolg wiederholen, aber das ist immerhin noch 3 Jahre hin. Also ein Riesenvorteil wäre es auf jeden Fall, wenn sie ihre eigenen Pferde hätten, weil das wäre für Pferd und Reiter auf jeden Fall fair. Die kennen sich, die vertrauen sich, die sind dann auch gemeinsam den Weg miteinander gegangen. Wenn es aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, dann sollte man auf jeden Fall in meinen Augen das Reglement auch überdenken.